Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Omnia, ich grüße dich. Du hast einen Partner und er hat noch eine Freundin und er sucht immer wieder den Kontakt zu dieser Freundin. Die Frage ist, wie geht es weiter? Ich habe die Dreiecksbeziehung Legesystem dazu ausgewählt. Dieses Bild zeigt die Gedanken von seiner Freundin. Wie denkt sie über ihn? Wie denkt sie über diese Beziehung? Die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Das heißt, sie hat Gefühle für ihn. Diese drei Kelchen zeigen die Vergangenheit, all das, was sie schon erlebt hat. Vielleicht mit ihm. Wie sie diese Beziehung erlebt hat in Vergangenheit, diese Kelchen sind gebrochen. Das sind Tränen, verletzte Gefühle und das hat sie auch. Momentan ist er nach innen gekehrt und sie überlegt sich auch, wie geht das weiter? Mit ihm oder ohne ihn, vielleicht mit einem anderen Mann, weil ihr Wunsch ist, diese zwei Kelchen zum Leben, das ist Zweisamkeit. Aber das ist die Zukunft und das möchte sie. Und jetzt konkret, wie ist die Liebe zwischen den beiden? Das sind die Gedanken. Und wie erlebt sie das emotional? Das zeigt hier dieses Bild. Und das ist unausgeglichen. Und das kann ein Hinweis sein, dass sie ausgenutzt fühlt. Möglich ist aber auch, dass sie nützt ihn aus. Weil hier ist wichtig die Gleichgewicht. Die Waage symbolisiert die Gleichgewicht, auch die inneren Gleichgewicht. Und Gleichgewicht, damit meine ich geben und nehmen im Gleichgewicht halten. Wenn diese Waageschale kippt, dann kippt die Gleichgewicht. Einer von den beiden fühlt sich ausgenützt. Und das zeigt auch dieses Bild. Er ist reich und die anderen sind arm. Also es ist nicht im Gleichgewicht. Und so fühlt sie auch. Und da sind diese verletzten Gefühle, und nicht nur jetzt in Gegenwart, sondern auch in Vergangenheit. Was wird sie tun? Das zeigt dieses Bild wieder die Kelchen, und das sind Tränen, auch Gefühle, verletzten Gefühle. Und dieses Bild symbolisiert den Tal der Tränen und diese Situation möchte sie verlassen. Wie denkt er über sie? Das zeigt die Kraft. Und es kann ein Hinweis sein, dass sie immer wieder ihn unterstützt, gibt ihm Kraft und Mut und davon profitiert er. Deswegen ist diese Verbindung immer wieder da. Die Rückenstärkung, vielleicht schöne Gespräche, oder Unterstützung, das kann auch finanzielle Unterstützung sein. Jetzt die nächste Frage ist, liebt er sie? Dieses Bild ist nicht schön, aber das hat eine symbolische Bedeutung. Das sind Unwahrheiten, Intrigen und das bedeutet, wenn das um die Liebe geht, dass das alles so falsch ist, ein falsches Bild davon zu haben.
könnte ich sagen, eine Lebenslüge. Was wird er tun? Er wird handeln, aber erst dann, wenn das ihm alles zu viel wird. Wie denkt er über dich? Das zeigt hier dieses Bild. Die Waage symbolisiert wieder die Gerechtigkeit, symbolisiert auch die Gleichgewicht, auch die inneren Gleichgewicht. Er hat das Gefühl, bei dir findet er den inneren Gleichgewicht. Aber sein Auge ist gebunden. Er schaut da weg. Er will die Wahrheit nicht sehen und rutscht immer in diesem Lebenslüge. Was sollte er tun? Worüber sollte er nachdenken? Das zeigt hier dieses Schwert. Und Schwert symbolisiert Klarheit, Konzentration, klare Entscheidungen und auch die Luftelement. Befreit zu sein von etwas. Befreit zu sein von Ängsten oder von dieser Verbindung. Weil das ist wirklich eine Lebenslüge. Wie fühlt er sich, wenn er mit dir verabredet? Wie sind seine Gefühle? Liebt er dich? Das zeigt hier diese goldenen Taler. Und das symbolisiert die Werte, auch die Wertschätzung. Du bist für ihn sehr wertvoll. Außerdem, die Münzen symbolisieren auch die Erde-Element. Und das sind die Taten. Es sind keine Träumereien, sondern Realität. Wie sollst du über die ganze Situation denken? Das zeigt hier dieses Bild. Wieder die Münzen. Und die Münzen haben einen Bezug zum Wertschätzung, aber auch zum Selbstwertgefühl. Und genau das sollst du entdecken. Du schaust weg. Diese einzelnen Münze symbolisieren deinen Werten. Du bist wertvoll und du hast es auch verdient, glücklich zu sein. Hast auch verdient, mit ihm glücklich zu sein. Und genau das spürt er auch, dass du das brauchst. Vielleicht spiegelt dir das sogar, dass du lernst, zu deinen Werten stehen. Habt ihr Chancen? Das zeigt hier die Gerechtigkeit, und weil hier zweimal die Gerechtigkeitssymbol entsteht, hier auch, das hier kann auch um das Göttliche, Gerechtigkeit handeln, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns immer zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten Leben. Hat aber auch mit Vergangenheit auch was zu tun, also mit unserem Karma auch was zu tun. Und weil hier bei ihr erscheint die Waage, bei ihm erscheint die Waage und das ist auch die Gerechtigkeit. Also dreimal, ich deute das, dass hier um eine karmische Verbindung handelt. Wie sollst du mit deinen Gefühlen umgehen? Das zeigt hier dieses Bild. Und das heißt, du bewegst dich in eine Richtung. Die Vergangenheit hast du hinter dir gelassen. Der Neuanfang ist noch nicht da, sondern es ist alles eine Übergangsphase. Und solange bis eine Übergangsphase ist und du fühlst dich noch nicht wirklich angekommen, entsteht immer wieder Unsicherheit. Aber versuch das mal so verstehen, die Richtung stimmt. Es braucht Zeit. Die Münzen zeigen auch Geduld. Die Erde-Element steht mit Münzen in Verbindung und Erde-Element symbolisiert auch Geduld und Ausdauer. Es braucht Zeit. Was sollst du loslassen? Dieser Zustand, schlaflose Nächte, Kopfzerbrechen über etwas, Kopfkino, all das, was im Kopf ist,
was dich bedrückt, unsicher macht, Angst auslöst, von diesen Gedanken verabschieden. Was sollst du tun? Das zeigt hier diese Königin. Und diese Königin beherrscht die Luftelement. Und das bedeutet Leichtigkeit, komm mehr zum Leichtigkeit, zum Spielerischen. Bedeutet die Luftelement auch Kommunikation, weil die Worte werden durch Luftelement weitergeleitet. Also steht eine Verbindung da. Und das Schwert symbolisiert klare Entscheidungen. Und es ist Metallelement. Das Schwert ist Metall. Wenn ich das von chinesischen Astrologie, von diesem Aspekt heraus beschreibe, dann würde ich das so mal für dich erklären. Die Metallelement steht zum Klärung und Konzentration. Klärenden Gesprächen führen. Außerdem mehr zum Leichtigkeit kommen. Wann ist die Zeit? Das Zeit zusammenkommen, zusammen glücklich zu sein, das zeigt dieses Schicksalsrad. Und dieser Schicksalsrad, das dreht sich und dreht sich und dreht sich. Aber wenn du Angst hast oder er Angst hat, dann bremst es. Saturn ist der Planet der Schicksal, also verantwortlich für diesen Schicksalsrad. Bis 18. September ist Saturn rückläufig. Das kann natürlich auch ein Hinweis sein, dass dieser Schicksalsplanet bremst auch die Geschehen und ab 19. September wird dann direkt läufig, ändert sich die Richtung, geht alles voran und das hat natürlich auch eine Bedeutung. Also ab Mitte September kannst du damit rechnen, dass wirklich alles in Bewegung kommt. Liebe Omnia, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.